Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Nun, wir haben ja schon unser Rechenprogramm. Das haben wir geschafft, Switch und so weiter, alles wunderbar. Was wir jetzt dann für sich machen wollen, ist, ich will diese Ausgabe ein bisschen schöner gestalten, ein bisschen gefälliger gestalten. Also jetzt möchte ich zum Beispiel kennzeichnen, dass das Plus und das Minus wirklich nur eine Taste ist und möchte das in einfache Anführungszeichen setzen. Also ich möchte praktisch, da ist das Programm und ich möchte praktisch da sagen, okay, da ist halt ein Anführungszeichen hier, ja, da, machen wir da, back, ein Anführungszeichen, so möchte ich, dass das aussieht. Okay. Schaut ja aus, wie uns funktionieren das. Ja. Jetzt übersetzen wir das einmal und schauen, was da passiert. 12, 12 und funktioniert auch. Wunderbar. Einfache Anführungszeichen scheinen zu funktionieren. Okay? Und jetzt sage ich, ich möchte einfach doppelte Anführungszeichen, weil ich möchte jetzt praktisch was ausgeben und schau das an, wie das ausschaut. Das schaut gar nicht gut aus. Das schaut gar nicht gut aus, gar nicht gut. Ja, weil das doppelte Anführungszeichen ja schon meine Zeichenkette beendet. Was mache ich also? Ja. Dazu gibt es ein sogenanntes Escape Character, ja, ein Escape-Zeichen, und das ist in unserem Fall der Backslash. Schau, dann schaut das auch gleich ganz anders aus. Ja. Schaut gleich ganz anders aus. Dieser Backslash löst praktisch die Standardfunktion des Zeichens auf und sagt, das nächste Zeichen, was kommt, das ist eigentlich kein Steuerzeichen, sondern das gehört schon zum String. Ja, das gehört zum String. Ja. Schauen wir, wie das jetzt ausschaut. Jetzt müsste es eigentlich unter Anführungszeichen sein. Ja. Doppelte Anführungszeichen wird ausgegeben. Wird ausgegeben. Wunderschön, wunderschön. Subtrahieren bitte 0. 12 minus 12 ist 0. Wunderbar. Passt. Das heißt Escape-Sequenz. Ja, Escape-Sequenz. Es gibt aber nicht nur jetzt, was ist eigentlich, wenn ich einen Backslash machen will? Dann mache ich Backslash, Backslash. Okay? Escape und dann mache ich das Zeichen dazu. Ah, es gibt aber nicht nur eben so etwas, sondern es gibt auch Escape-Sequenzen für nicht darstellbare Zeichen, sonst nicht darstellbare Zeichen. Zum Beispiel Backslash T ist ein Tabulator. Ja? Da habe ich einen Tab rein, also einen Abstand, der eben bis zum nächsten Tabulator funktioniert. Schauen wir uns an, wie das geht. Ja? Jetzt ist das da um einen Tab eingerückt, da sehen wir. Einen Tab eingerückt. Da gibt es eine Reihe von solchen Escape-Zeichen. Da gibt es zum Beispiel ein New Line, da gibt es ein Carriage Return, da gibt es ein Line Feed und Form Feed. Das werde ich im nächsten Video auf einem Zettel herzeigen. Also wichtig ist Backslash, Escape Character und dann nachfolgend irgendwas, was das versteht, was das irgendwas ist, werden wir im nächsten Video kurz ansehen. Ja, gibt es eine Handvoll. Ja. Ja, und dann kommen wir zu sogenannten Schleifen. Was mir nämlich auch nicht gefällt bei diesem Programm im Moment ist, dass das rennt durch, aber ich will vielleicht mehrere Zahlen manipulieren. Ich möchte es vielleicht nochmal machen. Ja, dann muss ich das Programm wieder starten und wieder starten. Es wäre doch schön, wenn es so lange läuft, bis ich zum Beispiel Escape drücke. Escape. Hm? Ja. Das wäre ja nicht schlecht. Und genau das wollen wir das nächste Mal probieren auch. Ja? Also das nächste Mal schauen wir uns eben, wie gesagt, diese Escape-Sequenzen auf dem Papier an, und wenn wir das nächste Mal programmieren, dann programmieren wir eine Schleife. Gut. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.